Hallo, ich bin Gregor, Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur WeDo. Wir sind knapp ein Jahr nachdem Medianet gegründet worden, das heißt, wir sind jetzt so 19,5 Jahre alt. Und es war aber eine der ersten Amtshandlungen tatsächlich, Mitglied im Medianet zu werden, weil es damals schon ein ganz cooles Netzwerk war. Insofern sind wir auch schon über 19 Jahre Mitglied beim Medianet. Es gab zwei schönste Augenblicke. Der erste war 2014. Da waren wir nämlich Sieger vom Dragon Boats Media Cup. Immer noch ein wichtiger Bestandteil unserer Agenturhistorie. Also ehrlich gesagt haben wir nur das D-Finale gewonnen, aber es war trotzdem ein grandioses Erlebnis für das Team. Nur noch getoppt durch den Sieg im Dragon Boats Media Finale 2017. Auch nur das D-Finale. Die Pokale sind in 3 Jahren etwas geschrumpft. Ich wünsche dem Medianet für die nächsten 20 Jahre alles Gute, viel Erfolg. Weiterhin so tolles Networking und natürlich ganz besonders, dass eure Pokale immer größer werden und nicht kleiner werden. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Tag, Nacht, wann auch immer man dieses Video sieht, euch allen da draußen. Ja, ich bin Björn, ich bin Rhetoriktrainer und Lehrbeauftragter an der SRH-Universität hier in Berlin. Im Medianet bin ich glaube, seitdem es das Medianet gibt, ich bin jetzt seit 24 Jahren in Berlin, seit 20 Jahren gibt es das Medianet. Ich glaube, ich bin von Anfang an so mehr oder weniger mit dabei. Mein schönster Medianet-Moment, das war auf einem Empfang, der schon durchaus ein paar Jahre zurückliegt. Dort war eine relativ kleine Frau und ich bin riesig, riesig groß. Ich bin 2,5 Meter groß, das sieht man jetzt nicht, weil ich ja sitze. Und wir haben uns sehr angeregt unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, über welches Thema. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, es ist für sie unglaublich anstrengend, die ganze Zeit nach oben zu gucken. Und für mich war es ebenso genauso anstrengend, die ganze Zeit nach unten zu gucken. Dann habe ich mich erst, ich weiß es nicht, 10 Minuten, glaube ich, hingekniet, um mit ihr zu sprechen. Und danach haben wir gedacht, dann müssen wir das mal ausgleichen. Und sie hat sich eine Bierkiste geschnappt und hat sich draufgestellt und war dann mit mir auf Augenhöhe. Die Gäste drumherum fanden das zumindest seltsam. Also die Augenpaare, die uns, wir standen in so einem Gang, die an uns vorbeigelaufen sind, die guckten ungefähr so. Ich fand es aber trotzdem einen ganz, ganz wunderbaren Moment, weil wir einfach mal auf so klassische Größenunterschiede oder so einfach mal geschissen haben. Kann man das sagen in einem Videogruß? Und einfach mal gesagt haben, wir machen das jetzt mal ganz praktisch. Das war für mich einer der schönsten Medianet- Momente, die ich erleben durfte. Was wünsche ich mir für das Medianet in den kommenden 20 Jahren? Viele Meetings. Ich mag euch alle wiedersehen und so High Fives geben, so mit anfassen und so. Viele Gläser, Grauburgunder von der Deutschen Weinstraße. ja, ansonsten inspirierende Treffen. Hey, bis jetzt haben viele Menschen von euch da draußen sehr viele coole Projekte mit mir gemeinsam schon gemacht. Und wenn das die nächsten 20 Jahre so weitergeht, ich habe nichts dagegen, ich finde es super. Ja, dann sehen wir uns auf einem der nächsten Meetings, entweder online oder in Präsenz. Cheerio!